So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Samurai Warriors 4, der zweite Kampf hier in Odea Castle. Und ich habe schon probiert, ich bin zweimal gescheitert, das lade ich natürlich jetzt nicht drauf. Ich probiere es halt jetzt noch einmal auf normal, das ist unglaublich. Und zuerst machen wir natürlich den Osten, so auf normal. So, viel Spaß mit der Cutscene, die sehe ich jetzt auch schon zum dritten Mal.織田家の北条は滅亡した。豊臣秀吉のもと天下は定まったかに思われた。だが秀吉が死に、その翌年に重鎮の前田利家が死去すると天下が大きく動き出す。関東250万石の大大名徳川家康が台頭し、 彼と対立していた石田三成を中央より排除したのである。天下への野心をあらわにした家康に対し、上杉家の直江兼続は弾劾状を送りつけ挑発。上杉に謀反の動きありと断じた家康は諸大名に上杉討伐を号令し会津へと出征した。 その背後で上杉に呼応する形で石田三成が挙兵。秀吉恩顧の武将たちに決起を呼びかける。天下は家康と三成によって二分されようとしていた。この大きな流れが真田家にも悲しき亀裂を生む。 真田の将第二次上田城の戦い。 So, ich nehme mir die höchsten Charaktere mit. Und wie man sieht, er ist schon 23, ja? Und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Und er ist Level 18, er ist der höchste hier von den anderen Charakteren hier. Gut. Mit ihr habe ich es probiert, mit der da, genau, mit der Lady Hayakawa. Die war Level 10 und ich war, glaube ich, im Binnen von 5 Minuten, was ich aufgenommen habe, war ich sofort down. Das ist unglaublich. Mit ihm habe ich ziemlich lange noch ausgehalten, deswegen nehme ich ihn nochmal. Ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe. Jetzt kommt noch eine Cutscene. Viel Spaß damit.今なら間に合います。本当は雪村と共に戦いたいはず。いいな。私との婚姻が雪村と袂を分かつ理由の一つなら離縁してください。三成や雪村と組み家康様と戦うか。私にはできない。この乱世を治められるのは家康様だ。 稲のことがなくても、私は徳川方についただろう。人は弟や友を捨て保身に走る卑怯者と蔑むだろうがな。阿部行様、すまないな、こんなことになってしまった。阿部など惜しくありません。ついてこいと、ただそうおっしゃってください。 So, Ausrüstung sollte ich eh nicht haben. Ich habe eh nichts gekriegt. So, hier kann man mal ein besseres Pferd da geben. Passt schon. Was hast denn du da? Du hast auch nur das scheiß Pferd. Gut. So, begin battle bitte. So, die Map hier. Das hat jetzt ziemlich schnell geladen. Super. Und das ist wirklich eine Arschloch-Map, Entschuldigung, wenn ich das sage, es ist wirklich eine Arschloch-Map. Es ist urverwinkelt. Das, was da an Leuten gekommen ist, das ist nicht normal. Wirklich, es ist nicht normal. So, da rauchen wir jetzt einmal rein. Und da oben haben wir den ersten Fahnenschwenker. Und es gibt Unmengen von diesen Fahnenschwenkern hier in dieser Map. So, her damit. Weiter geht's. In die Richtung. So, und da haben wir auch das erste Ziel. Da geht er schon auf mich los, der Mausebär.
So, wir leveln, also wir skillen nochmal jetzt einmal den Charakter auf. So weit wie möglich. Nämlich er ist unglaublich schwer. Schaut euch das an, was der an Leben verliert. Das ist nicht normal. Urwenig. Und der ist Level 22 oder 23, ich habe keine Ahnung jetzt. Aber er ist noch machbar. Ihn habe ich noch geschafft. Das ist unglaublich. Und weg ist er. Sehr gut. So. Entschuldige, jetzt habe ich mich verdrückt. So, die Baracke nehmen wir uns auch gleich ein da. Ihr verpisst euch mal da alle von mir. So, perfekt. Hört einmal alles mir. Die metzeln wir alle mal nieder da, so weit wie möglich. Perfekt. So. Weg. Super. So, Charakter-Switch. Du geh runter von deinem Ross. Viertel. Machen wir da alles mal kalt. So, kann ich die eigentlich auch zum Einsturz bringen? Tatsächlich, ja. Da sind sogar Feinde oben, das ist gut zu wissen. Dann machen wir die Türme auch gleich mal da kaputt. So. Wohin muss ich? Er kämpft da oben. Nein, doch nicht. Ah ja, genau, jetzt wird ausgemacht, wohin ich muss. Wir gehen gleich mal da straight einfach rauf. Nehmen da mit, was wir mitnehmen können. Wir müssen wirklich schnell sein. Genau, da ist jetzt nämlich das Tor aufgegangen und da ist der erste Fahnenschwenker. Und wenn ihr da jetzt im Hintergrund schaut, da seht ihr diese Heuballen. Da kann man durchgehen. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Unglaublich. Das müsst ihr mal drauf kommen. Nämlich, ich erzähle es euch gleich, ich zeige es euch auch gleich. So, da ist der nächste Fahnenschwenker. Wie gesagt, hier in dieser Map, das ist unglaublich, wie viele Fahnenschwenker es da gibt. Es ist wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann mache ich es auch live. Na, wurscht. So, mein Charakter ist eigentlich immer da raufgegangen und ist da so stehen geblieben und hat nichts gemacht. So in der Art wie, ja. Wenn du was machen willst, dann mach's. Wenn nicht, dann nicht. So in der Art. Er hat nichts gemacht, der Charakter. Er hat sich runterfallen lassen, also Damage hat er halt gekriegt. Er hat sich nicht gewehrt oder sonstiges. So, und dich machen wir gleich mal kalt, da. Wir müssen wirklich so schnell wie möglich alle da umbringen, sonst stirbt nämlich irgendeine KI. Und dann ist halt die Schlacht verloren, natürlich. So, Charakterwechsel. So, komm, ich konzentriere mich jetzt da extrem, damit ich das schaffe. Und wenn ich mal denke, dass das noch einmal kommt und dann bei der nächsten Dungeon dann noch schwieriger wird, dann pfeife ich ehrlich gesagt schon drauf. So, komm, du bist auch schon da, sehr gut. Ja, damit, sehr gut. So, verbreitet ihr euch mal da, bitte. Jetzt kann ich da nämlich durchgehen. Ich muss da sogar durchgehen. So, ist da drinnen ein Fahnenschwenker? Ich glaube nicht, oder? Gibt's da hinten vielleicht eine Baracke oder sowas? Und schaut euch das an. Wir verlieren keinen Damage. So, da durch. Genau. Da einfach runter dann. Und da sind auch noch zwei Fahnenschwenker. Ich hoffe, die KI, die andere, kommt da gleich mit. Jetzt machen wir mal die Fahnenschwenker da mal kalt, würde ich mal so vorschlagen. Da ist schon mal einer. Der ist down, sehr gut. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist für mich neu. Und ich habe da Unmengen umgebracht. Unmengen, sage ich. Ich habe Unmengen an Leute hier getötet. Nicht normal. So, da ist der nächste Fahnenschwenker, da hinten. Ja, ja, die laufen nämlich jetzt auch schon und verstecken sich. Wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr schwer. So, da haben wir das nächste Ziel. So, hauen wir die runter. Hau rein, Alter. Geht schon, komm. Es bringt sich fast nichts.
Komm her da. Jetzt bist du down. Das überlebst du jetzt nicht mehr. Komm, hau rein. Mach Wumm. Sehr gut. So, es geht ein bisschen lockerer von der Hand mit dem Zweiten. So, wir gehen jetzt da. Mal das Item da aufsammeln. Und da kann ich noch nicht durch. Da hinten ist nämlich der nächste Fallenschwenker. So, wir machen Charakter-Switch. Zu ihm jetzt wieder. So, bleib mal da stehen. Für dich brauche ich keine Super-Ultimate. Das ist unnötig. Ja, schaut euch das an. Der verliert nichts an Leben. Dafür kann ich ihn super finishen. Wenigstens was. Wenigstens ein Highlight hier. Der ist genau im roten Bereich da drinnen. Der ist sogar eingesperrt, da sehe ich gerade. So, Charakter-Switch. Da haben wir den nächsten mit Namen. So, weg bist. Sehr gut. So, den nächsten bitte hier. Schaut's, das überlebt's bitte. Jetzt kommt's wirklich nur noch drauf an, so viel Damage wie möglich da rauszuhauen. So, jetzt kann ich da durchgehen. So, wohin muss ich? Okay, ich muss wieder zurück. Ah, naja, ich bin eh richtig, glaube ich. Ja, ich bin richtig. Gut. Da hocken wir jetzt mal alle nieder. Jetzt gehen wir da rechts und dann nach links rauf. Die hocken wir alle nieder da. So, da durch wieder. Das ist unglaublich, schaut sich das an. So, 300 Kills schon mit ihm. Und da drinnen. Ah, da oben ist er. Gut, und jetzt schaut's, passt auf, jetzt habe ich 3 Rufzeichen. Bei der Situation hatte ich schon 6 Rufzeichen. Das ist nicht normal. So, gib Gas da. Ja, schaut's. Es wird immer mehr, es werden immer mehr. So, einer ist down, sehr gut. Der andere erwische ich noch, Gott sei Dank. Geht schon, hau rein, Alter. Ja, nicht sehr viel, aber trotzdem, besser als nix. Und ich weiß auch nicht, wo die Fahnenschwenker sind. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. So, wir machen die Super Ultimate. Lass mich mal da durch. Geht schon, komm. Jawohl, sehr gut. Einer ist down, der zweite ist fast down. Komm, komm, komm. Schaden, Schaden, Schaden. Hau raus, was geht. Unglaublich. Die machen mir urviel Damage. So, der ist down, sehr gut. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Er läuft weg von mir. Kira Knightley, komm her da. Ja, es nimmt nicht so viel Damage, wie ich mir das immer erhoffe. Und ich weiß nicht, wo die Fahnen schwenken. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Außer, dass ich da immer wieder die gleichen Kombos mache, dass sie halt nach hinten fällt und ein bisschen Damage kriegt, fällt mir nicht ein. So, Power-Attacke aufgelevelt, sehr gut, wenigstens was. So, aber ich muss was essen. Sonst krepiere ich da gleich. So, da oben seht ihr es, sie hat ein bisschen Damage gekriegt. So, bitte stirb jetzt, bitte stirb jetzt. So, das ist eine schöne Aufnahme, aber Hauptsache sie ist tot. Ist sie tot? Habe ich sie erwischt? Ich habe keine Ahnung, nein, habe ich nicht, eh klar. Bitte stirbst du jetzt?
Mädchen, du gehst mir auf die Eier. Jetzt endlich! Endlich! So, Charakter-Switch. So, da haben wir einen Fahnenschwenker, das trifft sich schon mal gut. Sehr gut, jetzt kriegt er viel Damage. Ich habe den Fahnenschwenker erwischt. Gott sei Dank. So, geht schon, komm. Der überlebt das. Das ist unglaublich. Jetzt ist er down. Sehr gut. Dafür müsste man eigentlich einen Orden kriegen, wenn man das schon schafft. Hört sich das an, es hört nicht auf. Da unten ist mal ein Fahnenschwenker, den holen wir uns gleich. Und dann machen wir den Typen noch da glatt. So, weg mit dir. So, geht schon, komm. Das wird sich nicht ausgehen. Aber er hat schon drei Balken da unten. So weit habe ich ihn schon raufgehaut. Also der Charakter ist schon overpowered eigentlich. Und ich schaff's trotzdem nicht. Ist nicht normal. So, wir machen gleich Charakterwechsel. Switch, wollte ich sagen. Und Charakter-Switch. So, hau rein, Alter. Das sind drei Ziele. Drei Ziele von mir. Oder zwei, ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht mehr wirklich. So, oh ja, drei glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Komm, 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 mach. Oh ja, drei. Und geht schon, komm. So, sind jetzt alle weg einmal. Das würde mir taugen. Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Es wird mir auch nichts anzeigen. So gut war ich bis jetzt, glaube ich, noch nie. So, Charakter-Switch. Wieder zu ihm. Hau rein, Alter. Komm, mach ihn fertig, bitte. Na, es hat sich nicht ganz ausgezahlt. Ausgezahlt, wurscht. Ist sich nicht ganz ausgegangen, wollte ich sagen. So, verpisst euch da von mir. Aber ich bin jetzt schon besser, Gott sei Dank. Die Level machen es aus hier. Die Level machen es aus. So, der Charakter rennt schon wieder da oben, das ist gut. Da gibt es keine Baracke zum Einnehmen. So, Charakter-Switch. Und gleich auf ihn. Komm, 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 mach. Gott sei Dank, dass ich da ein paar Level-Charaktere habe, die einen hohen Level haben. Sonst hätte ich mal unglaublich schwer tun, glaube ich. So, ich hoffe, er rennt da automatisch jetzt rauf. Der Charakter. Den machen wir jetzt mal kalter. Ja, damit. Und da ist ein Barackenkommandant. Den holen wir uns auch gleich. Sehr gut. Alter, bitte lass dich doch nicht fertig machen von irgendwelchen geschissenen Soldaten da. So, der ist gleich dort, den holen wir uns gleich. Ah, viel Aufregung hier, schaut euch das an. Der Typ läuft weg von mir. Wir machen gleich die Super Ultimate. Jawohl. Und hau rein, Alter. Geht schon, komm. Und bum, 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 bum. Geht sich das aus? Nein, natürlich nicht. Herzfehlers Glück. So, komm, komm, komm. Tötet, tötet. Sehr gut. Töten, töten, töten. Und gleich auf sie auch. Gleich auf beide. Sehr gut. Hau rein. Sehr gut. Sie ist down. Wo ist der andere? Da. Sehr gut, sie ist auch da. So, ich hoffe, der Charakter, der andere, ist schon mal runtergerannt. Nämlich jetzt kann ich zum Boss. Da oben rechts, genau. Ich muss mich noch ein bisschen aufskillen da. Und dann habe ich die Map geschafft. Oh, ich habe da die Map geschafft, sehr gut. Ah, scheiß drauf, komm. Hau rein, Alter.
Haut's beide rein. Mach. Gib ihm. Boom. Nice. Komm, komm, komm. Gleich nochmal. Weil es so lustig war. Frag mal den scheiß Boss nieder, Alter. Ah, ein HP. Ein HP. Das muss man sich vorstellen. Da, komm her, da. Und jetzt bist du down. So, das war's. Ich hab die Map geschafft. Oh, Gott sei Dank. Sonst hätte ich es jetzt auf leicht spielen müssen. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Wie immer. Gott sei Dank habe ich hohe Level up mitgehabt. Gott sei Dank. Ja, Victory, da fliegt das Konfetti. Der Herzfehler freut sich. Ja, der nächste Part, der aufgeladen werden kann. Ha, sehr gut. So, viel Spaß mit der Schlusscutscene. Auf welche Level kommst du? 21? Boah, du bist auch schon extremst gut. Ja, sehr schöne Items, wie immer. Und viel Spaß damit. そこを曲げて! 命ばかりは! なりませぬな。 雪村は関ヶ原へ向かう秀忠様の軍を足止めし、治山せしめた。生かしておいては戦場で死んでいった者に示しがつきません。うん。どうか真田の地、ここで絶やさねば禍根となりましょう。ならば我が娘我が婿も殺せと仰せか。 拙者から申願い申す。お聞き入れくださらねば殿と一戦交えることになりまする。真田幸村、良き家族を持った者よ、幸村を許す。 家を守るため生きるか、まこと重きによな。 Ich hab's geschafft! Hey, 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 Gott sei Dank! So, wir machen jetzt nicht natürlich da weiter, sondern wir machen hier weiter. Und zwar hier. Ich hoffe, dass ich das auch so gut mache wie möglich. Ansonsten, ja. Auf leicht, sage ich auch gleich dazu. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.